Zweck dieser Demo in erster Linie ist, Bekanntmachung der Erkrankung und die Schwere der Erkrankung klarzumachen und die Notwendigkeit. Wir sind vielleicht schon geschätzt 500.000 in Deutschland. Wir brauchen ein Medikament, wir sind keine 3 oder 10 Leute. Ich bin heute hier für meine beste Freundin, die seit 4 Jahren jetzt schwer an ME/CFS erkrankt ist. Es ist super schwer, Hilfe zu bekommen. Es hat, glaube ich, irgendwie fast 3 Jahre gedauert, bis sie richtig diagnostiziert war. Ich stehe immer noch nach 11 Jahren hier und habe kein Medikament. Die Politik soll dafür sorgen, dass es in ärztliche Ausbildung aufgenommen wird, dass das Budget für die Forschung an ME/CFS vorhanden ist. An schlechten Tagen machen wir uns gegenseitig Hoffnung, an guten Tagen sagen wir uns, es gibt eigentlich viele gute Gründe daran, ganz fest zu glauben, dass ME/CFS eine heilbare Erkrankung ist und dass wir nicht mehr allzu weit davon entfernt sind, auch wenn eventuell jeder von Ihnen etwas anderes braucht, um gesund zu werden. Ich habe heute die Bilder aufgehangen von so vielen jungen Menschen. Das geht an keinem vorbei. Die erste Aufgabe ist, dass wir die Mittel für Forschung nicht einfach nur einmal zur Verfügung stellen, wie es jetzt passiert ist, sondern dass sie aufgestockt werden und dass sie verstetigt werden. Die Forscherinnen und Forscher und vor allem Frau Professor Scheibenbogen und Frau Professor Behrens, die natürlich im Bereich der Kinder sind, das sind diese Frauen, die uns Hoffnung schenken, weil sie Wissen haben, weil sie Ahnung haben und weil sie das Herz am rechten Fleck haben. Bislang ist die Förderung, die wir bekommen für ME/CFS, wirklich nur ein kleiner Bruchteil von dem, was es für andere ähnlich schwere und häufige Erkrankungen gibt. Und bei uns gibt es bislang kein einziges Medikament, das man gezielt einsetzen kann für die Behandlung von ME/CFS. Und bislang kommt leider bei den Betroffenen auch kaum etwas an. Es ist ganz wichtig natürlich, dass wir Geld für Forschung bekommen und für Therapiestudien. Wenn wir es nicht vom Bundestag bekommen und nicht von der pharmazeutischen Industrie, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass wir es von privaten Spenden sammeln. Das gab heute Nachmittag im Symposium und da hat der Heide gesagt, wenn nur im Umfeld jedes Betroffenen 5 Euro zusammenkämen, dann hätten wir eine Summe wahrscheinlich von 30 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Also auch das ist natürlich eine Förderung, die ganz wichtig ist.